Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das heute mal nichts mit Politik zu tun hat, aber mit einem Thema, das in den Bereich Geschichte, antike Geschichte geht und zu dem ich immer wieder mal Anfragen bekommen habe. Ich sammle schon seit langer Zeit römische Münzen und immer wieder, wenn ich auf Social Media mal Fotos der Münzen oder Infos zu einer bestimmten Münze gepostet habe, habe ich regelmäßig Nachrichten bekommen von Leuten, die das Thema sehr interessiert, die daran interessiert werden, selbst alte Münzen zu sammeln, die sich fragen, warum sammelt man eigentlich römische Münzen, wie kommt man an so etwas, vor allem, wie teuer ist das eigentlich. Deswegen habe ich mich entschlossen, heute mal ein kleines Video aufzunehmen, wo ich all diese Einsteigerfragen zum Thema antike Münzen sammle, mal illustriere, indem ich einfach einige Münzen aus meiner Sammlung zeige und etwas über diese Münzen erzähle. Einer der wichtigsten Aspekte für Leute, die sich dafür interessieren, ist immer wieder die Frage, wie teuer ist das eigentlich? Sehr viele Leute haben die Vorstellung, was alt ist, muss auch teuer und kostbar sein, und weil römische Münzen sehr alt sind, ist es doch bestimmt ein unbezahlbar teures Hobby. Das ist aber ein Fehlschluss. Die Tatsache, dass eine Sache alt ist, macht sie nicht wertvoll, sondern ihre Seltenheit. Römische Münzen sind zwar alt, aber nicht selten. Das Römische Reich war ein riesiges Imperium kontinentaler Dimensionen mit zeitweise vielleicht knapp 100 Millionen Einwohnern und einer hochentwickelten Geldwirtschaft. Für diese Dutzenden Millionen Einwohner mussten im Laufe der ungefähr 700 Jahre, in denen römische Münzen geprägt wurden, enorme Massen an Münzen geprägt werden. Das heißt, in ganz Europa, in ganz Nordafrika, in ganz Vorderasien werden heute überall in Unmengen römische Münzen ausgegraben. Römische Münzen sind sehr, sehr, sehr viel häufiger als frühmittelalterliche oder selbst hochmittelalterliche Münzen, weil im Römischen Reich einfach eine größere Zahl von Menschen in viel größerer Zahl regelmäßig Münzgeld im Alltag verwendet hat. Deswegen sind die gängigen Typen häufigen römischen Kleingeldes heute sehr billig zu haben und machen römische Münzen zur einzigen Art von antiken Kunstwerken, die Normalverdiener, die Leute mit wenig Geld sich ohne Probleme leisten, ohne Probleme sammeln können, wenn man es nicht gerade darauf aus ist, besonders seltene oder herausragend erhaltene Exemplare sammeln zu wollen. Gängiges römisches Kleingeld der Kaiserzeit gehört zu den billigsten Sammelgebieten der Numismatik überhaupt. Man kriegt sehr schlecht erhaltene spätrömische Kleingeldmünzen, teilweise für 2-3 Euro, muss natürlich ein bisschen mehr zahlen, wenn man einigermaßen gut erhaltene Münzen will. Das werde ich aber heute illustrieren, indem ich zu jeder Münze, die ich zeige, auch dazu sage, was ich dafür bezahlt habe, wo ich sie gekauft habe, was ein normaler Preis für solche Münzen ist. Zunächst zur Frage, warum sammelt man eigentlich römische Münzen? Das ist einerseits natürlich der Aspekt des Interesses für antike Geschichte. Wenn ich sowieso schon an antiker Geschichte interessiert bin, ist es natürlich reizvoll, Objekte zu besitzen, die in dieser Zeit schon existiert haben, die Menschen dieser Zeit in der Hand gehalten, die im Alltag verwendet haben. Die Vorstellung, dass die Münzen, die man da vor sich hat, von Hunderten, von Tausenden römischen Bürgern im Alltag verwendet wurden, um sich etwas auf dem Markt zu kaufen, um etwas in der Schenke zu kaufen, um ihre Steuern zu bezahlen. Dass diese Münzen ein erhalten gebliebener Teil des Alltags der Menschen im Römischen Reich sind. Zweitens verstärkt es natürlich auch das Interesse an der konkreten Geschichte. Wenn ich ein Objekt aus dieser Zeit in der Hand halte, dann regt das die Neugier an, mehr über diese Epoche zu erfahren. Wenn ich eine Münze vor mir habe mit dem Porträt eines bestimmten Kaisers, dann will ich wissen, was war das für ein Mann, was ist in seiner Regierungszeit geschehen, was steht in den antiken Quellen über den Herrscher, der diese Münze prägen ließ. Aber auch in einem weiteren Sinne, wie war das Gesellschaftssystem beschaffen, in dem diese Münze geprägt wurde und zirkulierte. Wie sahen die Wirtschaft, wie sahen das Gesellschaftsleben dieses Reiches aus? Das war zumindest bei mir der Fall, als ich als Jugendlicher mir erstmals ein paar römische Münzen gekauft habe. Dass es mich enorm motiviert hat, mich sehr viel mit römischer Geschichte zu beschäftigen, weil ich einfach begreifen wollte, was war das eigentlich für eine Gesellschaft, die diese Objekte hergestellt hat, die ich da an der Hand habe. Dann kommt natürlich der ästhetische Aspekt dazu. Römische Münzen sind die einzigen authentischen antiken Kunstwerke, die Normalverdiener, die Leute mit wenig Geld, sich problemlos leisten können.
Im Gegensatz bei was zu mittelalterlichen Münzen, die oft nur irgendwelche geometrischen Muster oder sehr schematischen Figuren beinhalten, haben römische Münzen oft sehr aufwendig gestaltete Darstellungen hohen künstlerischen Niveaus. Wir werden es aber auch sehen bei den Münzen in der Kaiserzeit, der frühen und mittleren Kaiserzeit, die ich vorstellen werde, dass man da wirklich individuelle Porträts vor sich hat, Porträts einer hohen Kunstfertigkeit. Dass man interessante Rückseitendarstellungen hat mit den verschiedenen Göttern des römischen Pantheons, mit der Allegorien der Tugenden, die man einem Herrscher zugeschrieben hat. Dass man ein Kunstwerk vor sich hat, aus dem man sehr viel über die Gesellschaft lernen kann, die man da vor sich hat, über die römische Götterwelt, über die römische Vorstellungswelt, über das römische Staatssystem. Deswegen werde ich zu jeder Münze ein bisschen was dazu sagen, warum diese Münze historisch interessant ist. Ich starte mit der billigsten Art von antiken Münzen, die es überhaupt gibt. Hier zu einem kleinen Haufen aufgeschichtet. Das Inflationsgeld des 3. und 4. Jahrhunderts vor Christus. Ab dem späten 2., dem frühen 3. Jahrhundert nach Christus hat im Römischen Reich eine sich immer mehr beschleunigende inflationäre Entwicklung stattgefunden. Als das Reich im späten 2., frühen 3. Jahrhundert nach Christus durch die zunehmenden sogenannten barbarischen Invasionen eine tiefe Staatskrise geraten ist, die Wirtschaft mehr und mehr erschüttert wurde, das Städtewesen in eine Krise geriet, hat man versucht, diesen ökonomischen Herausforderungen durch Inflationierung des Geldes zu begegnen. Man hat den Edelmetall der Münzen gesenkt, um aus einer bestimmten Menge Silber immer mehr Münzen prägen zu können, damit die sich anhäufenden Schulden bezahlen zu können. Das Militär besolden zu können, das immer mehr ausuferte, gelten die Wirtschaft zu pumpen. Was die Probleme natürlich nur verzögert und nicht behoben hat, aber dazu geführt hat, dass die Zahl der geprägten Münzen ab dem 3. Jahrhundert nach Christus explosionsartig ansteigt. Im 3., und dann vor allem im 4. Jahrhundert nach Christus, verschwinden die Silbermünzen, die tatsächlich einen nennenswerten Anteil Silber enthalten, weitgehend aus dem Zahlungsverkehr und sehen manchmal nur noch eine Masse geringwertigen Kupfergeldes, beziehungsweise Kupfermünzen, die mit einem hauchdünnen Silberüberzug simulieren, Silbermünzen zu sein. Die Gesamtzahl der Münzen, die geprägt wird, ist deswegen im 3. und 4. Jahrhundert so groß, dass es heute die meistgefundenen und damit günstigsten Münzen sind. Solche kupfernen Inflationsmünzen des 3., 4. Jahrhunderts nach Christus kriegt man in schlechten Erhaltungen auf eBay oft für 1 € pro Stück, in okayer Erhaltung, bei der man tatsächlich was drauf erkennt, vielleicht so ab 5 bis 10 €. Die Münzen, die man jetzt hier auf der Aufnahme gerade sieht, sind alles Münzen, die üblicherweise im Preisbereich von ungefähr 5 bis maximal 15 € sind. Ich greife mal eine dieser Münzen heraus, um zu zeigen, was man darauf sehen kann. Das hier ist ein Follis von Kaiser Konstantius II., der in den 340ern oder 350er Jahren geprägt wurde. Wir sehen zunächst, das ist eine Münze, ein Follis, das ursprünglich mal einen etwa relativ dicken Silberüberzug hatte, zu dem Zeitpunkt aber längst schon nur noch hauchdünn versilbert war. Und dieser Silberüberzug ist im Umlauf der Münze sehr schnell geschwunden. Deswegen hat es heute den Anschein einer reinen Kupfermünze, was es eigentlich auch ist. Es war nur eine ganz dünne Silberschicht drauf, die sich schnell abgegriffen hat im Umlauf. Wir sehen auf der Vorderseite das Porträt des Kaisers, der ein Perlendiadem trägt. Das ist interessant, weil das eine Herrscherinsignie ist, die in der griechischen Zeit die hellenistischen Staaten auch schon hatten. Das ist ein typisches Zeichen entwickelter königlicher, monarchischer Staaten, das die frühen Kaiser nicht getragen haben. Die frühen Kaiser hatten auf ihren Münzen alle einen Lorbeerkranz, als Zeichen, dass sie sich nicht als Könige, dass sie sich nicht als Monarchen verstehen, sondern als Vorsitzende eines republikanischen Staatswesens, auch wenn sie in der de facto natürlich eine monarchische Rolle einnehmen. Erst im 3., 4. Jahrhundert beginnen die Kaiser sich offen dazu zu bekennen, dass sie autokratische Monarchen sind und nicht mehr in der Spitze eines republikanischen Gemeinwesens stehen. Deswegen trägt jetzt hier im 4. Jahrhundert der Kaiser eben keinen Lorbeerkranz mehr üblicherweise, sondern ein Perlendiadem, das, was die Herrschaftsinsignie der alten hellenistischen Welt war. Und auch jetzt zeigt, der Kaiser ist nicht mehr der Vorsitzende einer Republik, simuliert auch nicht mehr der Vorsitzende einer Republik zu sein. Er tritt offen als ein Autokrat, als ein despotischer Herrscher auf. Das wird auch unterstrichen durch die Legende, die die Münze trägt.
Man muss sich, wenn man römische Münzen sammelt, generell daran gewöhnen, dass eigentlich alles, was auf den Münzen draufsteht, in Abkürzungen formuliert ist, damit man auf den kleinen Raum dieser Münzen, man sieht ja im Vergleich zu meinem Finger, wie klein dieses Kleingeld ist, damit man möglichst viel Text darauf bekommt und die Herrschertitulatur. Was sehen wir jetzt auf diesem Vorles von Constantius dem Zweiten? Es beginnt mit DN Constantius PF Aug. Was bedeutet das? DN, die ersten zweiten Buchstaben, sind die Abkürzung für Dominus Noster, unser Herr. Dominus ist eine Bezeichnung, mit der man früher den Herrn eines Sklaven bezeichnet hat. Dass ein Kaiser sich jetzt als Dominus Noster, als unser Herr, als der Herr der gesamten Reichsbevölkerung, seiner Untertanen bezeichnet, symbolisiert diesen Wandel vom Prinzipat, also der frühen Kaiserzeit, wo die Kaiser noch so tun, als wären sie Vorsitzende eines republikanischen Staatswesens, hin zum sogenannten Dominat, in dem die Kaiser offen als Despoten, als autokratische Herrscher auftreten und diese Simulation, diese Komödie des Republikspielen nicht mehr mitmachen. Danach dem Dominus Noster, Constantius, der Eigenname des Kaisers. Dann kommt PF, Pius Felix, der Fromme und der Glückliche. Das heißt, da werden die persönlichen Tugenden des Herrschers gelobt. Er ist ein gottesfürchtiger, frommer Mann. Und er ist jemand, der in seinem Regieren, der in seinem politischen Handeln glückreich und siegreich hat, also Felix. Dann Aug, die Abkürzung für Augustus. Augustus war, wie auch Cäsar, ursprünglich ein Eigenname, der dann aber zu einem Herrschertitel geworden ist. Cäsar und sein Adoptivsohn Augustus, die die römische Monarchie begründet haben, das römische Kaiserreich begründet haben, wurden zu Herrschertitel. Ab nach Augustus hat jeder römische Kaiser die Begriffe Cäsar und Augustus in seiner Herrschertitulatur getragen, nicht mehr als Name, sondern als Herrschaftsbezeichnung. Wobei es im 3. und 4. Jahrhundert immer üblicher wurde, dass man den designierten Thronfolger als den Cäsar bezeichnet hat, den amtierenden, gerade regierenden Kaiser als Augustus. Der regierende Kaiser allerdings gleichzeitig auch den Titel eines Cäsar trug. Das heißt, wenn ich nur ein Cäsar bin, dann bin ich kein amtierender Kaiser, sondern ein Thronfolger. Wenn ich gerade tatsächlich regiere, bin ich ein Cäsar und ein Augustus. Da auf der Rückseite, die leider schlechter erhalten ist als die Vorderseite, na, sehen wir, wie ein römischer Soldat auf einen barbarischen Krieger vom Pferd stürzt und mit einer Lanze ersticht. Eines der häufigsten Motive auf römischen Münzen des 4. Jahrhunderts nach Christus, der Zeit der Völkerwanderung, als das Reich von ständigen Invasionen heimgesucht wurde, Krieg zum Alltag gehörte und damit die Verherrlichung der militärischen Fähigkeiten, der kriegerischen Tüchtigkeit, auch der Grausamkeit und Härte eines Kaisers dazugehörte, seine Qualitäten im Schutz des Reiches zu demonstrieren. Man kann es leider nicht so gut erkennen, weil die Münze relativ schlecht auf der Rückseite erhalten ist. Aber hier rechts sieht man einen römischen Soldaten mit Helm und Schild, der gerade ausholt zu einem Speerstoß, zu einem barbarischen Reiter, der links von seinem Pferd fällt und dann von einem römischen Soldaten erstochen wird. Unterhalb dieser martialischen Szene sehen wir am Boden ein paar Buchstaben, die die Prägestätte der Münze anzeigen. Während im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus die römische Münzprägung relativ zentralisiert war und die große Mehrheit aller Münzen in Rom selbst geprägt wurde, wurde das Münzwesen ab dem späten 3. Jahrhundert immer dezentralisierter. Dann gab es in allen Regionen des Reiches staatliche Münzstätten, die Münzen für den Bedarf einer bestimmten Region herstellten, die aber auch im ganzen Reich gültig waren. Und diese Münzstätte wird dann im 4. Jahrhundert unten am Rand der Münze angezeigt, was man wie gesagt hier nicht so gut erkennen kann, aber ich zeige mal ein paar andere Beispiele, wo die Münzstättenbezeichnung besser sichtbar ist. Das ist zum Beispiel hier ein Vorles von Kaiser Konstantin dem Großen aus ungefähr 315, 320 nach Christus wird das sein. Da sehen wir auf der Rückseite unten die Bezeichnung Sis. Und Sis ist die Abkürzung für Siskia. Das ist Sisak im heutigen Kroatien. Das heißt, das ist eine der Münzstätten auf dem Balkan, die im 4. Jahrhundert eingerichtet wurden. Bei dieser Münze, ebenfalls ein Vorles Kaiser Konstantins des Großen, sehen wir dagegen unter dem
Altar auf der Rückseite, ein STR und das ist das Kürzel für Trier. Trier ist im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus zeitweise römische Kaiserresidenz geworden, zeitweise die Hauptresidenz zumindest des Westteils des Reiches, war eine der größten, bedeutendsten Städte des römischen Reiches in der Spätantike, hatte im 4. Jahrhundert eine sehr produktive eigene Münzstätte, von der man heute in ganz Europa immer noch sehr, sehr viele Münzen ausgräbt. Und schaue ich mal, wo habe ich noch eine mit schöner Münzstättenbezeichnung? Ja, das hier ist, glaube ich, Thessaloniki, so eine griechische Münzstätte. Das ist wieder TR, das heißt, da haben wir wieder Trier. Und das da, SMNA, das ist Nikomedia, also das heutige Izmit in der Türkei. Also wir sehen, es gab Münzstätten in allen Kontinenten, allen Provinzen des Reiches, die stilistisch ziemlich ähnliche Münzen hergestellt haben. Wir sehen da keine sehr großen Unterschiede, kann trotzdem anhand von stilistischen Eigenheiten der verschiedenen Münzstätten Experten feststellen, wenn man die Legende nicht mehr erkennen kann, wo die mutmaßlich geprägt worden sind. Schaue ich mal, was ich so an Rückseiten darstellen darf. Also auf der Vorderseite dieser spätantiken Münzen war immer ein Porträt des Kaisers bzw. eines Familienangehörigen. Hier zum Beispiel mit einer schönen Sandpatina, der sogenannten Wüstenpatina, ein Follis von Crispus. Crispus war einer der Söhne Kaiser Konstantins des Großen und der designierte Thronfolger. Das sehen wir hier auch an der Legende. Christus nob caes, beziehungsweise Christus nob geis, wie es im antiken Latein gesprochen worden wäre. Christus nob unser edler, ehrenwerter Caesar, also der Thronfolger, der auf Konstantin den Großen folgen sollte, woraus aber nichts wurde, weil Christus zusammen mit Konstantins Ehefrau von ihm hingerichtet wurde, nachdem er mutmaßlich eine Affäre mit seiner Frau hatte. Das hier ist eine etwas spätere Münze, das ist Magnentius, ein Usurpator, also ein Putschist, der Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus versucht hat, die Herrschergewalt an sich zu reißen, dessen Revolte schließlich stecken geblieben ist, der aber vor seiner Niederlage in den 350er noch eine Menge von Münzen hat prägen können. Darunter ein ziemlich berühmter Münztyp mit einem großen Christogramm, was eine der ersten Münzen mit dezidiert christlicher Symbolik ist. Die habe ich nicht, aber hier sieht man trotzdem etwas christliche Symbolik. Und zwar oben über dem Votivschild, das die beiden Viktorien hochhalten, das Christusmonogramm. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus das Christentum im Römischen Reich von einer geduldeten Religion immer mehr auf dem Weg zur Staatsreligion war, was es offiziell erst unter Theodosius Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus geworden ist, aber damals in den 350ern, als diese Münze geprägt wurde, waren schon alle Kaiser Christen, war das Christentum die staatlich protegierte Religion und wahrscheinlich auch zumindest in Städten die Mehrheitsreligion der Bevölkerung. Das war ein Skandal, als kurz darauf ein Kaiser namens Julian in den 360ern einen Versuch gemacht hat, die Christianisierung zurückzudrehen, die heidnische Religion wieder zu Ehren zu bringen, dabei aber gescheitert ist und nach seinem Tod und seinem Nachfolger Jovian das Christentum wieder zur dominanten Religion geworden ist. Dann gehe ich mal etwas weiter zurück. Ich habe davon gesprochen, dass die Inflation, die dazu geführt hat, dass wir heute so viele billige Münzen des 3. und 4. Jahrhunderts nach Christus haben, eingesetzt hat, schon im späten 2. und frühen 3. Jahrhundert nach Christus. Ich zeige mal zunächst eine Münze des 2., des 1. oder 2. Jahrhunderts nach Christus. Nehme ich mal hier diesen Silberdenar von Kaiser Vespasian. Der ist nicht so super erhalten. Man sieht, er war offensichtlich ziemlich lange in Zirkulation, ist deswegen etwas abgegriffen. Deswegen war aber auch sehr günstig. Für den habe ich, glaube ich, 25 oder 30 Euro bezahlt. Und das ist so der Preis, den man für schlecht oder mittelmäßig erhaltene Silberdenare häufiger Typen so bezahlt. Auf der Rückseite etwas schlechter erhalten als auf der Vorderseite.
Aber man sieht das Porträt von Vespasian ganz gut. Und das ist mehr oder weniger reines Silber. Die Denare dieser Zeit des 1. Jahrhunderts nach Christus, der ist, glaube ich, 75 nach Christus geprägt worden oder sowas um den Dreh herum, die bestehen praktisch zu 100% aus Silber, nur mit den geringen Beimengen unedler Metalle, die man im damaligen Förderungs- und Prägeprozess nicht ausschließen konnte. Das heißt, damals, 1. Jahrhundert nach Christus, die Denare sind noch fast reines Silber. Das beginnt sich dann langsam zu ändern. Im späten 2. Jahrhundert nach Christus, da wird der Silbergehalt im Zuge der großen Invasion erstmals etwas zurückgesetzt. Und schließlich greifen die Kaiser dann im 3. Jahrhundert nach Christus zu einem fiskalischen Trick. Nachdem man nur durch Senkung des Silbergehalts es nicht geschafft hatte, die inflationäre Krise, die Krise der Staatsfinanzen unter Kontrolle zu bringen, hat man sich zu einem Trick entschieden, indem man einen neuen Münztyp eingeführt hat. Den sehen wir hier. Den heute sogenannten Antoninian oder Doppeldenar. Das heißt, eine Münze, die den Nominalwert von 2 Denaren hatte, aber nur den Silbergehalt von etwa 1,5 Denaren. Man sieht hier im Vergleich, wenn man diesen Vespasian-Denar nebeneinander setzt mit dem Antoninian. Der Antoninian ist eine deutlich größere, dickere und schwerere Münze, aber er wiegt eben nicht doppelt so viel wie ein alter Denar, sondern nur anderthalb mal so viel. Das heißt, mit der Prägung von einer bestimmten Zahl Antoninianer konnte man doppelt so viel Geld nominal ausgeben, musste aber nur anderthalb mal so viel Edelmetalle anwenden. Das hat natürlich die Inflation erheblich gesteigert, dazu geführt, dass die Antoninianer weniger begehrt waren als die alten, guthaltigen Denare. Der erste Kaiser, der diese Antoninianer oder Doppeldenare herausgegeben hat, war Kaiser Caracalla, den wir hier auf diesem wunderbaren Porträt sehen. Das ist wahrscheinlich das schönste Kaiserporträt, das ich überhaupt in meiner Sammlung habe. Der, glaube 200, ja, wann genau war das? 213, 14, 15, der so was begonnen hat, Antoninianer herauszugeben. Das ist einer der ersten Antoninianer, den ich hier habe. Der ist, glaube ich, 215 ungefähr geprägt worden. Müsste jetzt nachschauen, das genaue Jahr. Das sind noch Münzen, die noch einen relativ hohen Silbergehalt haben. Die Antoninianer der Zeit bestehen noch zu so 60, 70% aus Silber. Auf der Rückseite sehen wir den blitzerschleudernden Jupiter. Das war diese ulkige römische mythologische Vorstellung, dass Jupiter immer ein Bündel von Blitzen in der Hand hat und nach Bedarf einen Blitz aus dem Blitzbündel herauszieht und auf die Erde hinunterschleudert. Der Silbergehalt dieser Antoninianer sinkt dann allerdings beträchtlich in den nächsten Jahrzehnten, wenn man die inflationäre Krise nicht in den Griff bekommt. Das eine ist, dass die Antoninianer kleiner werden und ihr Silbergehalt sinkt. Sieht man es hier, das ist ein Antoninian von Kaiser Gordian III., ungefähr 240 nach Christus. Man sieht im Vergleich mit dem Caracalla-Denar, der ist erstens ein bisschen kleiner und zweitens hat er einen deutlich niedrigeren Silbergehalt. Da beträgt der Silbergehalt vielleicht noch 50% oder so, vielleicht auch bei schlechteren Ausgaben 40%. Aber die Münze hat, wie gesagt, noch ein schön silbrigen Eindruck. Man sieht, es ist noch eine nennenswerte Menge Silber drin enthalten. Und das ändert sich dann etwas später. Wir haben hier noch ein paar Jahre später bei Kaiser Philippus I., Philippus der sogenannte Araber, weil er der Sohn eines mit dem Römischen Reich verbündeten Nomadenscheichs im heutigen Jordanien war und aufgestiegen ist im Dienst der römischen Armee, schließlich durch einen Putsch Kaiser geworden ist, der erste arabische römische Kaiser. Das ist auch noch ein Silbergehalt von so 40 bis 50% ungefähr. Das kann man mit gutem Willen noch als Silbermünzen bezeichnen. Dann allerdings im späten 3. Jahrhundert nach Christus beginnt das so auszusehen. Das ist aus den 290er Jahren eine Münze von Kaiser Maximinus zu einem Zeitpunkt, wo diese Antoninianer bereits de facto Kupfermünzen geworden waren, die nur noch mit einem hauchdünnen Silberüberzug übergeben waren. Das sieht man hier sehr gut. Man sieht da an den dunkleren Stellen, dass der
unedle Kern der Münze hervorschaut und man nur noch ein ganz kleines bisschen weitgehend schon abgeblätterter, abgekratzter Silberschicht drüber hat. Auf der Rückseite sieht man es noch besser, da es von dieser Silberschicht nur noch ein paar Spuren enthalten. Das ist de facto schon eine unedle Münze geworden, die nur noch simuliert, als ob sie eine Silbermünze wäre. Ach ja, noch zu den Preisen dieser Antoninianer. Das hier ist eine meiner teureren Münzen, für die habe ich 50 oder 60 Euro bezahlt, was für einen Antoninian schon relativ viel ist, der aber ein ungewöhnlich schönes Porträt hat, deswegen war es mir das auch wert. Die Antoninianer von Gordian dem Dritten hier, Philippus dem Ersten, das sind ziemlich häufige, gängige Typen von Antoninian, die man sehr häufig im Handel sieht, für die habe ich jeweils 25 oder 30 Euro bezahlt. Das ist auch ein normaler Preis für diese noch relativ guthaltigen, relativ silberhaltigen Antoninianer der Zeit der 230er, 240er Jahre. 20 bis 40 Euro für ein okay erhaltenes Exemplar. Das hier, dieser Maximian Antoninian, hat mich, glaube ich, 15 oder 20 Euro oder sowas gekostet. Wenn wir dann noch ein bisschen zeitlich weitergehen, und dann sehen wir, dass die Antoninianer endgültig zu reinen Kupfermünzen geworden sind. Das hier ist ein Antoninian von Kaiser Gallienus aus den, ja, von wann wird das sein? 260 nach Christus ungefähr. 200, 255, 260, sowas. Das hat überhaupt keinen, nicht mehr den Eindruck einer Silbermünze. Das präsentiert sich offen als eine unedle, als eine reine Kupfermünze. Das sieht man zum Beispiel dann auch. Wo habe ich das? Hier, bei dieser Münze von Kaiser Claudius II. Gotikus aus den 260er Jahren. Das sind einfach reine Kupfermünzen, die ursprünglich eine hauchdünne Silberschicht hatten, die aber dann sehr schnell im Umlauf wieder abgeblättert sind. Die hat ungefähr 7, 8, 9 Euro oder sowas gekostet. Das ist ein relativ üblicher Preis für diese kupfernen, unedlen Antoninianer, die gar nicht mehr den Eindruck einer Silbermünze erwecken, die in ungeheuren Massen geprägt wurden, um damit die Armee zu bezahlen, um die staatliche Beamtenschaft zu bezahlen, um Geld in die immer mehr kriselnde Wirtschaft hineinzupumpen. Diese Münzen findet man ungeheurer Menge. Was auch ganz interessant ist, man sieht auf den Antoninianern, da tragen die Kaiser die sogenannte Strahlenkrone, denen ein schön martialisch autoritäres Aussehen verleiht, was aber höchstwahrscheinlich keine real physisch existierende Krone war, die Kaiser jemals getragen hätten, sondern die angibt, was für ein Münznominal das ist. Bei den alten Denaren, hier sieht man wieder den Denar von Kaiser Vespasian aus den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts nach Christus, trägt er noch den alten Lorbeerkranz, der halt anzeigt, das Stehen in der republikanischen Tradition, dass ein Kaiser sich nicht als Monarch mit Krone und Zepter und so weiter darstellt, sondern als ein Bürger, der den Lorbeerkranz, der als Ehrenauszeichnung an verdiente Bürger verliehen worden war in der Republik, zeigt, dass er der Vorsitzende eines republikanischen Staatswesens ist, auch wenn er de facto längst ein Monarch ist. Während auf den Antoninian man eben diese schöne Strahlenkrone sieht, zeitweise unter Gordian III. Zum Beispiel wurden Denarer und Antoninianer parallel geprägt. Man konnte den Münztyp, abgesehen von Größe und Gewicht, daran unterscheiden, was für eine Kopfbedeckung der Kaiser trägt. Strahlenkrone bedeutet Antoninian oder Doppeldenar. Lorbeerkranz bedeutet klassischer, einfacher Denar. Gehen wir mal zurück in die frühe und mittlere Zeit des römischen Kaiserreichs ins 2. Jahrhundert nach Christus. Und das hier ist ein Sesterz von Kaiser Antoninus Pius, etwa 140 nach Christus geprägt. Sesterzen waren die größten und schwersten römischen Münzen, sieht man hier schön, deswegen sie auch bei Sammlern besonders begehrt sind, weil man auf einem Sesterz der Stempelschneider viel mehr Platz hatte, eine künstlerisch anspruchsvolle Darstellung zu schneiden, während die Denare ziemlich klein waren und deswegen die künstlerische Qualität manchmal darunter litt, dass es einfach zu wenig Platz für eine anspruchsvolle Darstellung gab.
Deswegen gut erhaltener, künstlerisch wirklich schöne Sesterzen des ersten, zweiten Jahrhunderts nach Christus sind viel teurer als gut erhaltene Denare, weswegen ich mir auch keine gut erhaltenen Sesterzen leisten kann. Und man sieht, dieser Antoninus Pius Sesterz ist ziemlich mies erhalten. Aber das Porträt ist noch ganz schön, deswegen habe ich ihn mir gekauft. Der hat, glaube ich, 25 oder 30 € gekostet. Zu dem Preis findet man oft mäßig erhaltene Sesterzen der Zeit. Noch billiger war zum Beispiel hier dieser Trajan Sesterz, bei dem man wirklich nur noch ganz schemenhaft erkennt, dass es ein Porträt von Kaiser Trajan ist. Der hat 10 oder 15 € gekostet. Aber zurück zum Antoninus Pius. Was hier interessant ist, da sieht man gut, wie man römische Münzen eigentlich datieren kann. Die römischen Münzen der Kaiserzeit tragen in der Herrschertitulatur üblicherweise auch die Angabe, im wievielten Konsulat eines Kaisers die Münze geprägt wurde. Das Konsulat war in der Republik das höchste Staatsamt, quasi das Amt des Regierungschefs, das in der Kaiserzeit fortbestanden hat, dort zu aber einem mehr und mehr rein formellen Ehrentitel geworden ist, ohne große politische Bedeutung. Die Kaiser selbst haben aber regelmäßig den Titel des Konsuls angenommen und auf den Münzen wurde immer draufgeschrieben oder häufig draufgeschrieben, das wievielte Mal zum Zeitpunkt der Prägung der Münze der Kaiser hier gerade das Konsulat ausübte, das auf ein Jahr begrenzt war. Und da sehen wir hier am Ende der Münze Kurs 3, also geprägt im dritten Konsulat des Kaisers. Das müsste bei Antoninus Pius 141 nach Christus gewesen sein. Das heißt, wir haben da die Datierung, diese Münze ist 141 nach Christus geprägt worden oder 140 nach Christus, weiß ich jetzt nicht genau auswendig. Auf der Rückseite, die leider relativ schlecht erhalten ist, sehen wir eine allegorische Figur, die Italien repräsentiert und auf einer Weltkugel sitzt, als Zeichen dafür, dass Italien unter römischer Herrschaft zur Herrscherin der Welt geworden ist. Man sieht unten nur noch ganz schemenhaft die Aufschrift Italia. Vielleicht kann man es einigermaßen erkennen. Aber dort jedenfalls die allegorische Figur, die Italien repräsentiert und die römische Weltherrschaft repräsentiert. Die Sesterzen sind im Laufe der Inflation des dritten Jahrhunderts nach Christus geringwertiger und damit weiter verbreitet und heute billiger geworden. Deswegen kriegt man gut erhaltene Sesterzen aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, wo die Prägung dann nach ein paar Jahrzehnten noch eingestellt wurde, weil der Materialaufwand sich für ihren Nominalwert nicht mehr gelohnt hat. Leichter gut erhaltene Sesterzen. Deswegen alle Sesterzen meiner Sammlung, die optisch einigermaßen was hermachen, sind solche Inflationssesterzen des dritten Jahrhunderts nach Christus. Da ist zunächst einmal hier Kaiser Philippus I., der Araber, den ich schon einmal erwähnt habe, für den Sesterz mit einem relativ hübschen Porträt, auch einer sehr gut erhaltenen Rückseitendarstellung oder ganz gut erhaltenen Rückseitendarstellung, habe ich, glaube ich, 40 € oder sowas bezahlt. Und für den Preis, so 40 bis 60 €, kriegt man regelmäßig ziemlich gut erhaltene Sesterzen des dritten Jahrhunderts nach Christus mit einer schön erhaltenen Herrscherdarstellung. Bei der Münze vielleicht auch noch ganz interessant, neben der allegorischen Figur der Annona, die anspielt auf die staatliche Getreidevergabe, die Praxis, dass zumindest in der Hauptstadt Rom an die arme Bevölkerung kostenlos vom Staat Lebensmittel ausgeteilt wurden. Damit halt diese Münze, die Großzügigkeit, das soziale Bewusstsein des Herrschers zelebriert, sieht man ein SC. Dieses SC bedeutet Senatus Consulto, das heißt auf Beschluss des Senats geprägt. Nun war natürlich das Römische Reich schon ab dem ersten Jahrhundert nach Christus und erst recht im dritten Jahrhundert nach Christus de facto eine Monarchie, in der der Senat politisch nicht mehr viel zu sagen hatte, mehr oder weniger eine Notabelnversammlung mit einem reinen Ehrentitel war, die nicht mehr die Herrschaft ausgeübt hat, aber aus formalem Respekt gegenüber den republikanischen Traditionen und weil man bis Anfang des dritten Jahrhunderts noch so getan hat, als würde man einem republikanischen Gemeinwesen leben,
Ägypten war es üblich, dass man bis zum 3. Jahrhundert auf die Bronzemünzen draufgeprägt hat, dass sie auf Beschluss des Senats geprägt worden seien und nicht auf Beschluss des Kaisers. Im Unterschied zu den Edelmetallmünzen. Auf den Silber- und Goldmünzen findet man dieses SC nirgends, nur bei den Bronzemünzen, die unter der Regie eines vom Senat ernannten Münzmeisters geprägt wurden, während die Edelmetallprägung von Anfang an auch formell dem Kaiser unterstanden. Dann habe ich hier ein Sesterz von Kaiser Severus Alexander aus den 220er Jahren. Auch ganz schön erhalten. Wieder mit dem SC auf Beschluss des Senats geprägt. Auch wieder der Datierung Kos 3, also im dritten Konsulat des Kaisers geprägt. Weiß ich jetzt nicht auf Anhieb, wann genau das bei Severus Alexander war. Das wird ungefähr 230 nach Christus sein. Für die Münze habe ich auch 40, 45 Euro oder sowas bezahlt. Das ist der Standardpreis ist für gut erhaltenes Sesterzen des 3. Jahrhunderts nach Christus. Hier Kaiser Maximinus Trax, der Thraker, ein General, der durch einen Militärputsch an die Macht gelangt ist. Der Nachfolger vom Kaiser Severus Alexander war, den wir eben gesehen haben. Das wird 235, 36 oder so geprägt sein. Auch wieder das SC auf Beschluss des Senats geprägt mit einer allegorischen Darstellung der Liberalitas Augusti, also der Freigebigkeit des Kaisers, die wieder zelebriert, dass der Kaiser ein großzügiger und sozialverantwortlicher Mensch ist, der sich um das Wohl seiner Untertanen kümmert und ihnen allerlei materielle Wohltaten beschert, hier symbolisiert durch das Füllhorn, das diese allegorische Figur trägt, voller Lebensmittel. Der Kaiser kümmert sich um das Wohl seines Volkes in der propagandistischen Darstellung der Münze. Hier noch ein hübscher Sesterz des 3. Jahrhunderts nach Christus von Kaiser Gordian III., der als Minderjähriger auf den Thron gekommen ist, sich dort nur 6 Jahre hat halten können, bevor er ebenfalls eines gewaltsamen Todes starb und von Kaiser Philippus abgelöst wurde, die wir vorhin schon gesehen haben. Wieder mit dem SC unter der allegorischen Darstellung auf Beschluss des Senats geprägt. Nämlich noch 2 Sesterzen des 2. Jahrhunderts nach Christus. Einmal Kaiser Marc Aurel, der berühmte Philosophenkaiser, mit einer Darstellung von Jupiter auf der Rückseite, die leider ziemlich abgegriffen ist, aber unten sieht man auch wieder das SC auf Beschluss des Senats geprägt, und seiner Frau Kaiser Faustina der Jüngeren. Das war auf römischen Münzen nicht so selten, dass man nicht nur das Porträt des Kaisers auf den Münzen findet, sondern auch das von Familienangehörigen. Ich habe vorhin schon aus dem 4. Jahrhundert nach Christus eine Münze mit Crispus, dem Thronfolger Konstantins des Großen, gezeigt. War allerdings auch häufig, dass Kaiser ihre Frauen porträtiert haben auf ihren Münzen. Hier eben Faustina die Jüngere, die Frau von Kaiser Marc Aurel. Einer allegorischen Darstellung auf der Rückseite und wieder dem SC. Die einzige Bronzemünze des 1. Jahrhunderts nach Christus, die ich habe, ist eine leider nicht so toll erhaltene. Hier ein Ass von Kaiser Claudius. Ein Ass war ein Viertel Sesterz und war so die Alltagskleingeldmünze des 1. Jahrhunderts nach Christus, mit der man kleine Käufe im Alltag gemacht hat, sich Essen gekauft hat, Reisen unternommen hat und so weiter. Auf der Rückseite wieder eine Götterdarstellung, das ist glaube ich Mars, mit dem SC und der langen Herrschertitulatur. Etwas teurer als kaiserzeitliche Münzen sind die republikanischen Münzen. Einerseits, weil die Republik einfach ein kleineres Territorium umfasst hat als das Kaiserreich. Andererseits, weil in diesem Territorium zahlenmäßig insgesamt weniger Münzen geprägt wurden. Es gab erstens weniger Einwohner der Republik, zweitens war der Edelmetallgehalt der Münzen damals noch sehr hoch. Das heißt, wenn die Münzen hohen Silbergehalt haben, sehr hochwertig sind, muss man insgesamt eine kleinere Zahl von ihnen prägen, um den Zahlungsbedarf zu decken, also in der Inflationszeit des 3., 4. Jahrhunderts nach Christus, wo man massenhaft geringwertiges Kupferkleingeld gebraucht hat.
republikanische Münzen habe ich deswegen nicht so viele. Aber ich zeige euch mal diejenigen, die ich da habe. Das sind drei Denare des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus. Meine älteste, die ich zurzeit habe, ist hier dieser Denar, der 156 oder 157 vor Christus in Rom geprägt wurde. Auf der Vorderseite haben wir eine allegorische Darstellung der Roma, der Stadtgöttin von Rom, mit einem X daneben, das heißt einer lateinischen 10, was angezeigt hat, dass ein Denar 10 Assen entspricht. Das Ass war, wie gesagt, eine Bronzemünze, eine der ersten Münzen, die in Rom geprägt wurden, ab dem 3. Jahrhundert vor Christus. Nein, ja doch, ab dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das Römische Reich hat erst relativ spät begonnen, überhaupt Münzgeld zu prägen, viel später als die griechische Welt. Während in den griechischen Staaten schon im 6., 7. Jahrhundert vor Christus die Edelmetallmünzprägung beginnt, setzt das im Römischen Reich erst im 4. Jahrhundert, erst im 3. Jahrhundert vor Christus ein, weil das Römische Reich der frühen und mittleren Republik eine viel primitivere Wirtschaftsordnung hatte. Das Römische Reich der frühen und mittleren Republik hatte kaum Bedarf nach Münzgeld, weil es eine fast durchweg von Subsistenzbauern beherrschte, autarke, primitive Selbstversorgerwirtschaft war. Die allerersten Münzen, die man im 3. Jahrhundert vor Christus geprägt hat, waren dann bezeichnenderweise neben sehr großen und schweren bronzenen Assen für den Inlandsbedarf vor allem Silbermünzen für den Außenhandel mit den griechischen Staaten, die nach dem Münzfuß, also nach dem Silbergehalt und dem Gewicht gängiger griechischer Handelsmünzen geprägt wurden, damit die Oberschicht Luxusartikel bei den griechischen Händlern direkt mit Münzen bezahlen kann. Die erste römische Münze, die tatsächlich neben den großen schweren Assen im alltäglichen Zahlungsverkehr verwendet wurde, war dann der Denar, dessen Prägung, glaube ich, so 220 vor Christus eingesetzt hat. Und das hier ist ein relativ früher Denar, der 100, wie gesagt, 157 vor Christus geprägt wurde. Und weil das Ass viel älter war, der Bevölkerung eben anzeigen sollte, dass ein Denar 10 Asse wert ist, damit man eine Vorstellung davon hat. Auf der Rückseite ein hübsches Pferd, vierspänniges Pferdegespann mit einer allegorischen Sieges- oder Glücksfigur, die es zieht. Ja, was ich bezahlt habe dafür, das waren hier 40 Euro, glaube ich, was relativ normal ist für okay erhaltene, häufige republikanische Denare. Also kaiserzeitliche Denare kriegt man günstige Typen so ab 20, 25 Euro. Die billigsten republikanischen Denare fangen eher bei so 30 bis 40 Euro an. Das heißt, sie sind auch nicht unbezahlbar teuer, aber im Schnitt etwas teurer als kaiserzeitliche Denare und auch etwas seltener auf dem Markt. Hier ein besonders hübscher Denar, der weiß ich auf Anhieb gar nicht genau, wann der geprägt wurde. Ich glaube, das ist 110, 111, 112 vor Christus, na, 109 vor Christus ist es. Da sehen wir einerseits eine allegorische Figur auf der Vorderseite mit einem sehr hübschen Porträt. Nebendran wieder dem X, also der 10, die anzeigt, dass ein Denar 10 Assen entspricht. Auf der Rückseite wieder ein Wagen mit allegorischer Figur und einem angedeuteten Sternenhimmel und einer Mondsichel darüber und darunter der Name des Münzmeisters. In der Republik war wechselnd jedes Jahr ein anderer senatorischer Würdenträger, ein anderer Angehöriger der römischen Oberschicht zuständig für das Münzwesen, für die Verwaltung, die Organisation des Münzwesens und dessen Name wurde auf den Münzen draufgeprägt. Das sieht man hier. Das ist auch hier bei diesem etwas späteren Denar der Fall. Das ist ein, na, ich weiß gar nicht genau, für was für einen Namen das die Abkürzung ist. Q könnte Quintus sein, Quintus Termius, Quintus Thermus, irgend sowas in der Art. Das ist ein Denar von, glaube, 90, 92, 93 vor Christus. Und da sieht man den üblichen Aufbau eines republikanischen Denars. Auf der Vorderseite eine Gottheit oder allegorische Figur. Auf der Rückseite entweder eine mythologische Szene,
hier eine Kampfszene aus einem Mythos, von dem ich gerade nicht auf Anhieb weiß, auf welche Sage sich das bezieht, während in der Kaiserzeit dann erstmals begonnen wird, dass man auf die Münzen Porträts lebender Menschen, eben des Kaisers und seiner Familienangehörigen, prägt. In der Republik galt allgemein der Grundsatz, dass die Darstellung auf Münzen, die Darstellung sein Porträt auf Münzen, nur Göttern und mythologischen Heroen vorbehalten ist und es eine ungeheure Anmaßung wäre, wenn ein lebender Mensch sich auf einer Münze darstellen lässt. Als Caesar im Jahr 44 vor Christus begonnen hat, Münzen mit seinem Porträt zu prägen, wurde das als eine ungeheure monarchische Anmaßung empfunden, als das offensichtlichste Zeichen, dass Caesar die Zerstörung der Republik und eine Monarchie anstrebt. Das hat mit beigetragen zu seiner Ermordung, dass man das als ein Zeichen monarchischer Arroganz gesehen hat, was dann aber nach Etablierung des Kaiserreichs durch Augustus sehr allgemein üblich geworden ist. Und auf allen römischen Kaiserzeiten hin Münzen man ein Kaiserporträt oder eines Angehörigen der kaiserlichen Familie findet. Ein paar sonst noch interessante Münzen. Hier, das ist nochmal eine Münze von Kaiser Philippus I., dem Araber, aber eine besondere Münze. Es wird euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein, die Legende dieser Münze ist nicht auf Lateinisch, sondern auf Griechisch. Und das ist nämlich eine regionale Münzausgabe der Stadt Antiochia an der heutigen türkisch-syrischen Grenze, was in der Antike eine der größten und bedeutendsten Handelsmetropolen überhaupt war. Und das zeigt schön den Dualismus der Münzprägung im römischen frühen und mittleren Kaiserreich. Es gab einmal die reichsweit gültigen normalen Reichsmünzen, die Denare, Sesterzen, Asse, Dupondien und so weiter, die überall im Reich gültig waren. Daneben allerdings hatten diverse Städte im griechisch geprägten Ostteil des Reiches, die eine lange alte Tradition einer eigenständigen großen Kultur und auch einer eigenständigen großen wirtschaftlichen Bedeutung hatten, das Recht, eigene Münzen für den Regional- und Lokalbedarf zu prägen. Dazu gehören diese Tetradrachmen, die in Antiochia in großer Menge geprägt wurden, das eigene Silbermünzen geprägt hat mit griechischer Umschrift, weil im Ostteil des Römischen Reiches Griechisch die Umgangssprache war, die allerdings stilistisch sehr stark den römischen Denaren, den normalen Reichsmünzen, ähneln. Man sieht auch hier der Adler, der das Reich symbolisiert, mit dem SC drumherum, also auch auf Beschluss des Senats geprägt, obwohl hier der Münzer der Stadtrat von Antiochia war. Ich kann leider kein Grieche, ich kann deswegen die Umschrift nicht auf Anhieb fließend lesen, aber man sieht hier, dass die Herrschertitulatur halt auch vom Lateinischen ins Griechische übersetzt wurde. Und statt Augustus oder Caesar, der Imperator, wird der Kaiser jetzt hier als Autokrator bezeichnet. Das müsste die Abkürzung Autok für Autokrator sein. Und am Ende ein Sepp für Sebastokrator. Also ein Selbstherrscher, ein Alleinherrscher, was in der griechischen Titulatur noch deutlicher wird als in der lateinischen Titulatur. Solche Tetradrachmen, also Antiochia, der Erhaltung kriegt man oft für 30 bis 60 € und sowas. Und den Dreh habe ich auch dafür bezahlt. Ich glaube, für die habe ich 35 € oder so bezahlt. Das ist nochmal ein Denar des 3. Jahrhunderts nach Christus und zwar von Kaiserin Julia Domna, der Frau von Kaiser Septimius Severus und Mutter der Kaiser Caracalla und Geta. Auf einer Darstellung aus der Regierungszeit Caracallas. Das heißt, Caracalla hat in seiner Regierungszeit seine Mutter noch geehrt, indem er Münzen in ihrem Porträt geprägt hat. Das zeigt halt sehr schön, dass die römischen Münzen der Kaiserzeit tatsächlich individuelle Porträts waren. Das ist auch kein wirklich idealisiert wirkendes Porträt, sondern ein realistisch wirkendes Altersporträt einer Frau mit schon deutlichen Alterungsspuren, was man schön sieht im Vergleich zu. Moment. Also sich hier einem etwas späteren Antoninian von Kaiserin Ottazilia Severa aus den 240er Jahren,
Da sieht man, dass es tatsächlich, obwohl die Haartracht sehr ähnlich ist, individuelle Porträts sind. Man könnte diese Leute tatsächlich unterscheiden anhand ihrer Porträts. Also zeige ich noch einfach random ein paar andere Münzen des 2., 3. Jahrhunderts nach Christus. Hier zum einen Münze von Kaiser Trajan II. Decius, unrühmlich berühmt für seine Christenverfolgung und seine blutigen Christenverfolgungen in den 250er Jahren. Deswegen der Buhmann der christlichen Kirchengeschichtsschreibung. Noch ein Frauenporträt. Das war seine Ehefrau Herenia Etruscilla oder Etrusilla. Und hier noch ein Frauenporträt, Kaiserin Julia Mamaea oder Mamaia, die Mutter von Kaiser Severus Alexander, den wir vorhin schon gesehen haben, der auch seine Mutter mit der Darstellung auf Münzen ehrte, einer allegorischen Darstellung der Vesta, der Göttin des Herdfeuers. Auf der Rückseite, die alle mütterlichen Haushaltstugenden präsentiert. Die ehrenwerte Mutter, die fürs Herdfeuer und das Wohl des Hauses sorgt. Das heißt, Julia Mamaea, die Mutter des Kaisers, wird als vorbildliche Frau, die die patriarchalen Rollenzuschreibungen einer Frau bestens erfüllt, dargestellt. Zum Abschluss noch eine ganz interessante Münze: ein Antoninian von Kaiser Postumus aus dem sogenannten Gallischen Sonderreich. In der Reichskrise des 3. Jahrhunderts nach Christus ist es zu einigen sezessionistischen Bewegungen gekommen, in denen sich Teile des Reiches abgespalten haben, ihre eigene Politik getrieben haben. Das bedeutendste davon war das sogenannte Gallische Sonderreich, das nach heutigen Grenzen ungefähr Frankreich, Westdeutschland, die Benelux-Staaten, England und zeitweise ein Stück von Spanien umfasst hat. Das aus Frustration der gallischen Großgrundbesitzer im 3. Jahrhundert geboren war, darüber, dass die zentrale Reichsregierung unfähig war, die germanischen Invasionen in Gallien erfolgreich abzuwehren, sie sich deswegen abgespalten haben, ihr eigenes gallisches Kaiserreich gegründet haben, um selbst die Sache in die Hand zu nehmen und ihre Grenzen zu schützen. Der Begründer dieses gallischen Sonderreiches war ein General namens Postumus, den wir hier sehen, der aber im Stil der Darstellung der Münze sehr stark den normalen Antoninian der Reichsmünzen ähnelt. Das sieht dann genauso aus wie die römischen Prägung mit einer allegorischen Darstellung der Moneta, also der Göttin des Geldwesens. Die wurde wohl geprägt in seiner ersten Hauptstadt Köln oder in Lyon, aber wahrscheinlich eher in Köln. Köln war zuerst die Hauptstadt des Gallischen Sonderreiches, dann ist sie später nach Trier gewandert. Trier war dann auch im 4. Jahrhundert nach Christus Reichshauptstadt. Das Gallische Sonderreich hat sich ein paar Jahrzehnte gehalten, bevor es unter Kaiser Aurelian in den 270er Jahren erfolgreich zurückerobert und wieder an das Reich angeschlossen worden war. Das hier ist, wie gesagt, der erste Kaiser des Gallischen Sonderreichs Postumus auf einer Kölner Münze. Will ich nicht jede der Münzen, die ich hier noch habe, einzeln präsentieren, wird deswegen der kleinen, ja noch die Bemerkung zum Kosten der Münzen, die hat 25 oder 30 € gekostet, ist sogar eher ein bisschen teuer für einen Antoninian dieser Zeit. Man kriegt Postumus Antoniniane oder überhaupt Antoniniane des Gallischen Sonderreiches oft für 20 € oder sogar etwas weniger in wirklich guter Erhaltung für 30, 35 € oder so. Sieht dann die Tour durch meine Münzen, würde ich damit abschließen. Nur noch abschließend zur Frage, wo bekommt man römische Münzen her? Man kriegt natürlich eine sehr große Zahl antiker Münzen jederzeit auf eBay. Auf eBay sind die auch tendenziell deutlich günstiger, als wenn man sie bei einem Münzfachhändler kauft. Ich würde allerdings, wenn man noch gar keine Erfahrung mit antiken Münzen hat, eher davon abraten, auf eBay zu kaufen, weil auf eBay extrem viele Fälschungen angeboten werden. Die gute Nachricht ist, dass wenn man sich schon etwas mit römischen Münzen beschäftigt hat, wenn man etwas Erfahrung damit hat, wenn man schon viele römische Münzen in der Hand gehalten hat, man die große Mehrheit dieser Fälschungen sehr leicht erkennen kann.
Ich würde sagen, 90% aller Fälschungen sind technisch oder stilistisch so schlecht, dass ein erfahrener Münzsammler sofort, wenn er sie in die Hand nimmt, weiß, dass es eine Fälschung sein muss. In dieser Erfahrung muss man eigentlich das erste Mal gewinnen. Deswegen eBay würde ich nur empfehlen, wenn man sich schon relativ gut auskennt mit römischen Münzen, zumindest schlechte Fälschungen sehr leicht erkennen kann. Vorher würde ich eher bei Münzfachhändlern kaufen, wie sie zum Beispiel zusammengeschlossen sind auf der Seite vcoins.com, wo man Dutzende Webshops von akkreditierten Fachmünzhändlern findet, wo die Wahrscheinlichkeit extrem niedrig ist, eine Fälschung in die Hand zu bekommen und wo, wenn man doch herausfindet, eine Fälschung zu haben, sie jederzeit gegen Rückzahlung zurückgeben kann. Deswegen, wenn man sich noch nicht so gut auskennt mit römischen Münzen, besser erst einmal etwas mehr Geld ausgeben, um teurere Münzen bei Fachhändlern zu kaufen. Wenn man sich dann wirklich gut auskennt, kann man auf eBay wechseln, wo man viel ärgere Schnäppchen machen kann als bei den Fachhändlern. Das wäre es für heute. Das wäre der Abschluss dieser etwas thematisch abweichenden Episode. Ich hoffe, es hat ein paar Leute interessiert. Und wenn noch irgendjemand konkrete Fragen dazu hat, wie sammelt man römische Münzen, was für Typen von römischen Münzen es gibt, was man für was für einen Typ von Münzen bezahlt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben oder in den Kommentaren melden. Das wäre es für heute. In den nächsten Tagen wird es wieder weitergehen mit einem politischen Beitrag aus der Neoreformismus, Neo-Keynesianismus versus Neoliberalismus-Reihe. Ciao.